Vor 50 Jahren war LSD bereits einmal Gegenstand seriöser wissenschaftlicher Studien. Doch dann drängte dieses starke Halluzinogen aus den Laboren auf die Straße, wo es sich den Ruf einer gefährlichen Droge erwarb, die geniale Eingebungen hervorrufen oder psychische Erkrankungen auslösen kann. Heute werden erstmals wieder wissenschaftliche Studien mit LSD durchgeführt. Die Geschichte des LSD ist geprägt von Mythen und wissenschaftlichen Entdeckungen. Heute gilt es, LSD mit neuen Augen zu betrachten. Diese Süßigkeiten sind Teil einer sehr ungewöhnlichen Geschenkpackung. Die sind für einen Freund, der Fruchtgummis aller Art liebt. Ich versuche immer, etwas Originelles zusammenzustellen. Diese Frau ist eine Drogendealerin. Nennen wir sie Alice. Ihre Fruchtgummis sind mit LSD getränkt. Psychedelika verbinden die Menschen. Ein Fläschchen dieser farb- und geruchslosen Flüssigkeit reicht für 200 Kunden. LSD sollte jeder mal probieren. Zwei Tropfen sind ausreichend. Für den Preis einer Kinokarte entführt eines dieser Fruchtgummis den Konsumenten auf einen 12-stündigen psychedelischen Trip. Schließlich sind die abgezählten und verpackten Fruchtgummis bereit zur Auslieferung. Wenn die Leute von meiner Ware begeistert sind, bin ich glücklich. Diese Droge, die seit den 60er Jahren auch als Acid, Trips, Papers, Löschpapier, Mikros, Purple Haze oder White Lightning bekannt ist, wird längst nicht mehr nur von Hippies konsumiert. Hallo? Wie sieht's aus? Gemäß einer amerikanischen Studie sind die meisten Konsumenten gebildete weiße Männer zwischen 18 und 22 Jahren. Okay, wie viele? In den USA gibt es 23 Millionen LSD-Konsumenten. Und jährlich kommen weitere 600.000 hinzu. Doch Konsum und Verkauf der Droge stellen eine Straftat dar. Wenn Alice erwischt wird, drohen ihr eine Geldstrafe von 2 Millionen Dollar und bis zu 40 Jahre Gefängnis. Warum sind so viele Menschen bereit, für diese illegale Droge das Gesetz zu brechen? Nach 20 bis 30 Minuten spürt man die Energie unter der Haut fließen. Sie können die Musik riechen. Eine euphorische Fröhlichkeit, eine tiefere Einsicht, Mitgefühl. Der Zusammenbruch von Raum und Zeit. Die Zusammenhänge zwischen den Dingen werden offensichtlich. Scheinbar getrennte Dinge verwandeln sich in ein Kontinuum, wie Teppichwand, Teppichwanddecke, Teppichwanddecke, Menschen, Obst, Musik. Es trifft dich wie ein Blitz, diese Erfahrung des Anderen, des Göttlichen. Es öffnet ihnen die Augen für einen weiten Horizont, von dessen Existenz sie keine Ahnung hatten. LSD ist sicherlich eine der stärksten Drogen der Welt. Die körperliche Wirkung ist minimal. Erweiterung der Pupillen, ansteigender Körpertemperatur und des Blutdrucks, Beschleunigung der Pulsfrequenz. Die Wirkung auf die Psyche ist erheblich stärker.
Ein Trip kann den Konsumenten in den Himmel oder in die Hölle befördern. LSD-Konsumenten sind den Chemikern und ihren illegalen Labors hilflos ausgeliefert. Dennoch sind manche bereit, das Risiko einzugehen und eine Straftat für diese Droge zu begehen, die in ihren Augen therapeutisches Potenzial besitzt. Das gilt auch für diesen Therapeuten in den Wäldern Kaliforniens. Aus Angst vor Strafverfolgung möchte er anonym bleiben. Ich verkaufe nichts und ich deale nicht. Ich gebe meinen Patienten lediglich ein Medikament, mit dem sie selbst auf Entdeckungsreise gehen können. Dieses Risiko gehe ich ein. Seine heutige Patientin ist eine 58 Jahre alte Frau, die wir Denise nennen. Sie befindet sich auf dem Höhepunkt einer 300 Dollar teuren Therapiesitzung. Vor 40 Minuten hat sie eine hohe Dosis reinen LSDs eingenommen. Wo bist du jetzt? In einem Reich der Schönheit. Denise hofft, dass diese Sitzung ihr helfen wird, Blockaden zu überwinden, die sich störend auf ihre zwischenmenschlichen Beziehungen und ihre Kreativität auswirken. Ich weiß, dass ich ein sehr kreativer und künstlerisch begabter Mensch bin. Aber ich kann mich nicht entfalten. Ich denke, das hat mit leidvollen Erfahrungen in meiner Vergangenheit zu tun. Es macht das Unsichtbare sichtbar. Du hast vollkommen neue Empfindungen und verschüttete Erinnerungen kehren plötzlich zurück. Du spürst das gesamte Universum in dir. Psychedelika scheinen das Bewusstsein zu erweitern und Unsichtbares zum Vorschein zu bringen. Ich habe das Gefühl, an der Schwelle des Todes gewesen und zurückgekehrt zu sein. Dort liegt eine Welt voller Schönheit und kleiner Wunder. Seit der Entdeckung des LSD haben Wissenschaftler nach Möglichkeiten gesucht, sich seine Kraft zunutze zu machen. Es gibt vieles, was ihr Leben verändern kann. Sie verlieben sich, sie heiraten, bekommen Kinder, ein Angehöriger stirbt, sie lassen sich scheiden. Sie nehmen LSD. Manche Menschen sehen die Welt danach mit anderen Augen. Wie kann ein Molekül so etwas bewirken? Dr. David Nichols ist Dozent für Pharmakologie an der Purdue University. Er gehört zu einer weltweit sehr kleinen Gruppe von Wissenschaftlern, die mit Lysergsäure-Diethylamid experimentieren darf. Mit LSD. Er besitzt auch eine Genehmigung für die Herstellung. Wir stellen reinstes LSD her. Seit 1970 in den USA der Controlled Substance Act in Kraft trat, sind die Bestandteile des LSD nur begrenzt legal erhältlich. Doch David Nichols und sein Team haben die Erlaubnis der Drogenbekämpfungsbehörde DEA, rund 1000 Dosen pro Jahr herzustellen. Das LSD setzt sich als fluoreszierendes Band am Rand dieser Platte ab. Anschließend wird es konzentriert und kristallisiert. So erhalten wir sehr reines Material. David Nichols benutzt dieses reine LSD, um die Wirkung seiner Molekularstruktur auf das Gehirn zu erforschen. Wir glauben, dass es Rezeptoren im Gehirn aktiviert, die sogenannten Serotonin-Rezeptoren vom Typ 2a. Diese befinden sich in den Zellen des Frontalkortex und spielen eine wichtige Rolle für unser Vorstellungs- und Interpretationsvermögen. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der auf die Signalübertragung im zentralen Nervensystem wirkt. Es beeinflusst die Wahrnehmung, die Gefühlsregungen, den Appetit und den Schlaf.
LSD hat eine ähnliche chemische Struktur wie Serotonin. Es passt fast perfekt zu den Serotonin-Rezeptoren und regt ihre Aktivität an. In geringem oder auch in stärkerem Maße. Serotonin spielt möglicherweise eine Rolle bei der Entstehung der extremen Schmerzen, die dieser Mann ertragen muss. Mit LSD ließen sich diese Schmerzen vielleicht lindern. Sein Name ist Chuck. Er leidet unter Clusterkopfschmerz. Die Patienten haben das Gefühl, dass man ihnen einen Eispickel durch das Auge in den Kopf treibt. Sie hämmern mit dem Kopf an die Wand, gegen ihre Sauerstoffflaschen oder auf den Boden und reißen sich die Haare aus. Alles nur, um sich von den Kopfschmerzen abzulenken. Die Wissenschaft weiß nicht viel über die Ursachen der Clusterkopfschmerzen. Man nimmt jedoch an, dass Anomalien der Blutgefäße und Nerven sowie Störungen der Gehirnchemie eine Rolle spielen. Es gibt kein Heilmittel und nur wenige schmerzlindernde Behandlungsmethoden. Sauerstoff kann einen Anfall abkürzen, indem er die Blutgefäße verengt. Doch Chuck braucht 2,5 Flaschen, bevor seine Kopfschmerzen abklingen. Diese Schmerzen können dein Leben zerstören und dich deinen Job kosten. Während eines Anfalls möchte man einfach nur in Ruhe gelassen werden. Einige Patienten haben festgestellt, dass Psychedelika wie LSD und Psilocybin, der psychoaktive Bestandteil halluzinogener Pilze, ihre Kopfschmerzen lindern können. Eine Studie des Psychiaters John Halpern von der Harvard Medical School hat gezeigt, dass Cluster-Kopfschmerzattacken zuverlässiger durch die Einnahme von Psychedelika als durch gewöhnliche Medikamente vermieden oder gestoppt werden konnten. Doch da diese Substanzen illegal sind, möchte Chuck nicht auf sie zurückgreifen. Ich habe meinen Töchtern versprochen, dass ich nie illegale Drogen nehmen werde. Da ich ein Versprechen nicht leichtfertig gebe, werde ich mich daran halten. John Halpern und Wissenschaftler von der Medizinischen Hochschule Hannover beschlossen, 6 Patienten mit Clusterkopfschmerzen eine nicht-halluzinogene Form von LSD zu verabreichen. Das sogenannte 2-Bromo-LSD. Das ist kein Halluzinogen. Das Bromatom ist so groß, dass es nicht auf den Rezeptor im Gehirn passt, der normalerweise den Rausch auslösen würde. Die Substanz wurde den Patienten innerhalb von 2 Wochen 3-mal verabreicht. Bei 5 von 6 Patienten verschwanden die Kopfschmerzen ohne jegliche halluzinogene Nebenwirkungen. Martin Kruse ist einer dieser Glücklichen. Seit dieser Behandlung bin ich schmerzfrei. Ich kann wieder arbeiten und Sport treiben. Alle Patienten berichteten von einer erheblichen Verbesserung ihrer Lebensqualität. Sie konnten kaum glauben, dass ihre Kopfschmerzen verschwunden waren. Derzeit werden keine weiteren Studien finanziert, bei denen Patienten LSD, Psilocybin oder auch nicht halluzinogenes 2-Bromo-LSD verabreicht würde. Patienten wie Chuck werden sich daher weiter mit ihren Sauerstoffflaschen begnügen müssen. Es ist noch ein langer Weg, denn die US-Regierung wird uns nicht dabei unterstützen, den therapeutischen Nutzen einer vermeintlich gefährlichen Droge zu erforschen. Jedenfalls nicht im Augenblick. Aber gute Ergebnisse könnten das ändern. Ohne die halluzinogenen Eigenschaften könnten wir LSD vielleicht legalisieren lassen. Ein schmerzfreies Leben wäre wunderbar. Natürlich ist es kein Heilmittel, das wissen wir. Aber es würde uns sehr weiterhelfen. Auf welche Weise das LSD-Molekül den Cluster-Kopfschmerz lindert, ist den Wissenschaftlern nach wie vor ein Rätsel. Selbst der Entdecker des LSD war verblüfft über seine Wirkung, auf die er rein zufällig stieß.
1938 sucht der Chemiker Albert Hofmann für den Schweizer Pharmakonzern Sandoz nach einem Atemstimulans. Er erforscht insbesondere den Getreidepilz Mutterkorn, von dem bekannt ist, dass er eine Verengung der Blutgefäße bewirkt. Anschließend synthetisiert Hofmann ein Mutterkorn-Derivat, das sogenannte Lysergsäure-Diethylamid. Als er 5 Jahre später erneut mit dieser Verbindung experimentiert, fällt ein winziges Tröpfchen auf seine Haut und gerät so in seinen Blutkreislauf. 40 Minuten später beginnt er die Wirkung zu spüren. Neugierig macht er einen Selbstversuch mit einer höheren Dosis. Auf dem Heimweg mit dem Fahrrad erlebt er den ersten LSD-Trip der Welt. Er erkannte sofort, wie wirksam diese Substanz war. Sein Bewusstsein und seine geistige Aktivität, seine Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen waren vollkommen verändert. LSD gehört zu den potentesten Halluzinogenen. Schon 25 Mikrogramm, weniger als das Gewicht zweier Salzkörner, zeigen eine spürbare Wirkung. 30 Gramm LSD sind ausreichend für 300.000 Dosen. Zur selben Zeit forschen Wissenschaftler auf der anderen Seite der Welt auf dem Gebiet der Atomphysik. Wäre es möglich, dass Albert Hofmanns Molekül eine ähnlich explosive Kraft entwickelt, nur im Gehirn? Es war eine bedeutende Entdeckung, denn in den 40er Jahren wurden Gehirn und Verhalten noch nicht als neuro- oder biochemisches System begriffen. Sandoz ist der Meinung, dass LSD Potenzial hat. Wenige Monate später verschickt der Konzern unter dem Handelsnamen Delusit Gratisproben des Produkts an Wissenschaftler und Psychiater auf der ganzen Welt. Bis 1965 werden über 2000 medizinische Fachartikel über LSD veröffentlicht und 40.000 Patienten mit Delusit behandelt. LSD wird als Heilmittel für Krankheiten aller Art getestet. Von Alkoholismus bis Autismus. Sogar die CIA und die Armee beteiligen sich. Sie testen LSD an ihrem eigenen Personal, um herauszufinden, ob es sich als Geheimwaffe zur Gedankenkontrolle eignet. Doch diese britischen Soldaten erwiesen sich als vollkommen unkontrollierbar. Die Wirksamkeit der Substanz lässt sich jedoch nicht leugnen und die Psychiater prägen einen neuen Begriff, psychedelisch, wörtlich die Seele offenbarend. Im kalifornischen Menlo Park versuchte ein weiteres Wissenschaftlerteam, mehr über die Wirkung von LSD herauszufinden. Dies war nur eines von vielen Experimenten, die in ganz Amerika legal an Menschen durchgeführt wurden. James Fadiman studierte damals an der Stanford University. I'm James Fadiman. Uns interessierte vor allem, ob Psychedelika bei der Lösung von ganz nüchternen, rein wissenschaftlichen Problemen helfen könnten. Diese Frage war damals noch vollkommen unerforscht. Wir wandten uns also an einige erfahrene Wissenschaftler und sagten, wir veranstalten mit euch eine psychedelische Sitzung. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Problem, an dem ihr mindestens 3 Monate lang vergeblich gearbeitet habt und das ihr unbedingt lösen wollt. Die Probleme reichten von abstrakten wissenschaftlichen Gleichungen bis hin zu architektonischen Entwürfen und Möbeldesign. Wir gaben ihnen ein Halluzinogen, ließen ihnen einige Stunden Zeit zum Entspannen und forderten sie dann auf, an ihren Problemen zu arbeiten.
Alle Testpersonen fanden, LSD habe ihnen in diesem Rahmen die Möglichkeit gegeben, ihr Problem aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder sich mit neuen Ideen zu beschäftigen. Das Ergebnis des Experiments? Es wurden Patente angemeldet, Produkte hergestellt, Theorien verbessert und Artikel veröffentlicht. Aber vor allem war die Kreativität der Wissenschaftler noch viele Wochen später deutlich gesteigert. Die Wirkung von LSD und anderen Halluzinogenen wie Psilocybin und Mescalin spricht sich schnell herum. Die Zeit ist reif für Experimente. Die Kinder der strengen 50er Jahre werfen ihre Fesseln ab. Die Proteste gegen den Vietnamkrieg und der Kampf um die Bürgerrechte entfachen eine Debatte über die Moral in Regierung und Gesellschaft. Unter der Führung charismatischer Persönlichkeiten wie dem Schriftsteller Ken Kesey, dem Dichter Allen Ginsberg und dem Harvard-Psychologen Timothy Leary lassen sich weltweit Hunderttausende antörnen. Doch dann beginnt einiges schief zu laufen. Dig everybody, LSD. Bad trips and a chance of chromosome damage. All little Indians on LSD. One freaked out. Es wird behauptet, LSD führe zu Wahnsinn, Geburtsfehlern und Selbstmorden und könne sogar Menschen zu Mördern werden lassen. Und 1965 beschließt die US-Regierung, den wissenschaftlichen Studien ein Ende zu bereiten. Auch James Ferdinand ist betroffen. Während unserer siebten Sitzung erhielten wir um 12 Uhr mittags ein Einschreiben der US-Bundesregierung. Darin stand, dass unser Forschungsprojekt mit dem Erhalt dieses Schreibens beendet sei. Im Nebenraum befanden sich gerade vier Wissenschaftler mitten in einer psychedelischen Sitzung und dachten über wichtige Probleme nach. Also sagte ich zu meinem Team, ich glaube, wir haben diesen Brief morgen bekommen. Und 1970 klassifiziert die US-Regierung LSD als äußerst schädliche und suchterzeugende Droge ohne medizinischen Nutzen. Damit sind der Forschung alle Türen verschlossen. Und das seit gut 40 Jahren. Ende der 60er Jahre verlässt das LSD die Laboratorien und drängt auf die Straße, wo es bis heute präsent ist. Und 1996. Fast drei Jahrzehnte nachdem LSD zur illegalen Droge erklärt wurde, lässt die kanadische Polizei ein Untergrundlabor auffliegen. Dieser Mann war der Betreiber des Labors. Nick Sand gehörte fast vier Jahrzehnte lang zu den weltweit besten LSD-Chemikern und hat dafür eine sechsjährige Gefängnisstrafe verbüßt. Wäre er nicht gefasst worden, würde er vielleicht heute noch Drogen herstellen. Meine Arbeit war so wichtig für die Menschheit, dass ich bereit war, das Risiko einzugehen und als Alchemist heimlich chemische Substanzen herzustellen. Erstmals spricht Nick Sand vor der Kamera über seine berühmten Laboratorien. Eines davon zeigen diese seltenen Aufnahmen aus den frühen 70er Jahren. Hier entwickelte er gemeinsam mit Freunden einen 300 Mikrogramm-Trip namens Orange Sunshine, dem eine besondere Wirkung nachgesagt wird.
Wie viele Dosen Orange Sunshine haben Sie hergestellt? 350 Gramm pro Kilo mal 20. 14 Kilo LSD, 10 Millionen Dosen pro Kilo mal 14. Was ist 10 Millionen mal 14? Es waren sehr viele. Für eine Einzeldosis ist nur eine geringe, in Mikrogramm gemessene Menge nötig. Für 10.000 Dosen braucht man weniger als eine Daumenspitze. Nick Sand hat vor allem logistische Probleme. Anfangs verwendete ich für die Dosierung eine Spritze, mit der ich Würfelzucker tränkte, eine nach dem anderen. So brauchte ich einen ganzen Tag und eine Nacht, um 1.000 Dosen herzustellen. Als den Chemikern klar wird, dass die Länge ihrer Gefängnisstrafen vom Gewicht ihres Produkts abhängt, denken sie sich eine leichtere Vertriebsform aus. Löschpapier. Es braucht nur getränkt und getrocknet zu werden. Ein Blatt ergibt rund 900 Trips. Schließlich kommen die Gesetzeshüter Nick Sand auf die Spur. 1972 wird er verhaftet und gegen Kaution freigelassen. Daraufhin flieht er nach Kanada. Zwei Jahrzehnte lang führt Nick Sand ein Leben auf der Flucht, bis er 1996 von Drogenfahndern gefasst wird. Er schätzt, dass er und seine Mitarbeiter im Laufe der Jahre eine Viertelmilliarde Dosen hergestellt haben. Nick Sand bereut nichts. Für ihn ist LSD bis heute keine Droge, sondern ein Sakrament. Nick Sand glaubt an die bewusstseinserweiternde Wirkung der Psychedelika. Doch was sagt die Wissenschaft dazu? Inzwischen hat die Wissenschaft ihre medizinischen Experimente wieder aufgenommen. An der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich erforschen Franz Vollenweider und sein Team die Aktivität des Gehirns unter dem Einfluss von Psychedelika. Die 64 Elektroden auf der Kopfhaut dieser Versuchspersonen zeichnen pro Sekunde 1000 Bilder der Gehirnaktivität auf. Wir erstellen Karten des Gehirns, die sich mit Straßenkarten vergleichen lassen. Sie zeigen die chemischen und funktionellen Prozesse im Gehirn und verdeutlichen die Interaktion und die Verbindungen zwischen den einzelnen Gehirnregionen. Aus diesen Bildern und ergänzenden Tomogrammen erstellt das Team dreidimensionale Ansichten eines Gehirns unter Drogeneinfluss. Psychedelika bewirken eine Überstimulation der Serotoninrezeptoren im Kortex und in den tiefen Gehirnregionen. Die Konsumenten sehen Bilder, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Die Grenzen zwischen Wahrnehmung und Fantasie verschwimmen. Sein Gehirn erzeugt Bilder seiner inneren Welt. Das können kleine Geschichten und Filme oder auch Personen und Objekte sein. Vollenweiders Team hat herausgefunden, dass die Karte eines Gehirns unter dem Einfluss von Halluzinogenen stets gleich aussieht. Für den Konsumenten kann der Film in seinem Kopf jedoch sehr vielfältige Formen annehmen. Vom Glücksgefühl bis zum Albtraum. Selbst eine erfahrene Konsumentin wie die Dealerin Alice kann einen Horrortrip erleben. Das war auf einer psychedelischen Party mit etwa 200 Gästen. Ich hatte viel zu viel LSD genommen. Ich habe erst etwas geschluckt und dann hat mir eine Freundin noch etwas in den Drink getan. Ich konnte spüren, wie mein Körper starb.
Das Gefühl, die Verbindung zum eigenen Körper und jegliches Zeitgefühl verloren zu haben, kann Ängste auslösen. Ich war so high, ich wusste nicht mehr, wo ich war. Es ist wie der schlimmste Albtraum im Wachzustand. Alles wirkte wie durch ein Kaleidoskop. Ich lief durch Stadtviertel, in denen ich mich allein nicht sicher fühlte. Die Angst wächst und wird schließlich unerträglich. Ich heulte nur noch. Ein Albtraum. Alle waren hinter mir her und beobachteten mich. Ich verlor die Kontrolle. Ist man mit Leuten zusammen, denen man nicht vertraut, wirken diese vielleicht plötzlich gefährlich. Man wird paranoid, sodass die Angst wächst und in Panik umschlägt. Man möchte nur noch, dass es aufhört, aber das tut es nicht. Das war eine furchtbare Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Doch wie äußert sich ein solcher Horrortrip im Gehirn? Franz Vollenweider und sein Team haben diese Vorgänge bildlich erfasst. Der Thalamus und der vordere Teil des limbischen Systems zeigen eine Überaktivität. Dies führt zu Panikattacken und der Auflösung des Selbstgefühls. Dokumentiert sind Fälle von psychotischen Zusammenbrüchen, Flashbacks und starken Orientierungsstörungen nach kurzfristigem oder sogar einmaligem LSD-Konsum. Da Gelegenheitskonsumenten keinerlei Kontrolle über die Dosierung oder Reinheit der Schwarzmarktware haben, kommt jeder Trip einem russischen Roulette gleich. Von empfindlichen Personen unter unsicheren Bedingungen eingenommen, können sich diese Substanzen als sehr schädlich erweisen. Eine kleine Minderheit von Konsumenten riskiert eine persistente Psychose, die unter Umständen unheilbar ist. Diese Wirkung konnten die Wissenschaftler bereits in ihren frühesten Studien beobachten, lange bevor LSD zur illegalen Droge erklärt wurde. Schon in den 50er Jahren stellte sich heraus, dass die Verabreichung von LSD in einer sterilen klinischen Umgebung zu Paranoia und Wahnvorstellungen führen kann. Diese Verzerrungen der Realität erinnern an den Wirklichkeitsverlust, der mit Psychosen einhergeht. How long have you been here? Been here? 900 years. 900 years? It's a very long time. The medical profession. Die Ärzte verabreichten LSD in einer streng medizinischen, furchteinflößenden Umgebung, die bei den Versuchspersonen psychoseähnliche Anfälle auslöste. Jahrzehntelang setzte die Wissenschaft diese Drogen ein, um vorübergehende Psychosen hervorzurufen und so Einblick in die Gehirne von Geisteskranken zu erhalten. Dieselben Versuche führt David Nichols heute an Ratten durch. Die Tiere erhalten 160 Mikrogramm des reinsten LSD. Nicht nur einmal, sondern monatelang jeden zweiten Tag. Ihr Verhalten wird genau beobachtet und dokumentiert. Als Folge dieser regelmäßigen Einnahme beginnen die Ratten, soziale Kontakte zu meiden und ihr Zuckerwasser zu verschmähen. Ein Zeichen, dass sie kein Vergnügen mehr suchen. Sie bewegen sich schnell und sind sehr schreckhaft. Schizophrene ziehen sich von der Gesellschaft zurück. Und genau das lässt sich auch bei diesen Ratten beobachten. Sie werden hyperaktiv und viel aggressiver. Auch das sind Symptome der Schizophrenie. Bedeutet dies, dass LSD Schizophrenie auslösen kann? Oder imitiert es nur einige ihrer Anzeichen? Es kommt vor, dass bei Konsumenten von Psychedelika eine latent vorhandene psychiatrische Störung oder Schizophrenie beschleunigt wird. Die Wissenschaftler sind sich jedoch darüber einig, dass dies nur Menschen mit einer entsprechenden Prädisposition betrifft, die früher oder später ohnehin an Schizophrenie erkrankt wären.
Das Verhalten der mit LSD behandelten Ratten erinnert so stark an Schizophrenie, dass dieses Experiment David Nichols bei seiner Suche nach einem Heilmittel hilft. Der Genetiker Charles Nichols ist David Nichols Sohn und Mitarbeiter. Er erforscht die genetischen Veränderungen, die diesem Verhalten zugrunde liegen. Wüssten wir mehr über die Wirkungsweise von LSD auf der molekularen und genetischen Ebene, würden wir vielleicht auch die Mechanismen von Krankheiten wie der Psychose verstehen. Wenn wir herausfänden, wodurch der allererste Schizophrenie-Schub ausgelöst wird, könnten wir auch ein entsprechendes Medikament entwickeln. Psychische Erkrankungen und bewusstseinserweiternde Drogen beeinflussen unsere Wahrnehmung der Welt. Ein einfacher Zaubertrick verdeutlicht dies. Die optische Täuschung der konkaven Maske. Hier zeigt sich, dass unser Geist interpretiert, was unsere Augen sehen. Leiter dieses Experiments war Dr. Thorsten Passy, Dozent für Psychiatrie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er bildete drei Gruppen. Die erste bestand aus Schizophrenen, die zweite aus Testpersonen, denen Psychedelika verabreicht wurden, und die dritte aus gesunden und nüchternen Versuchsteilnehmern. Thorsten Passy bat die Testpersonen durch einen Sucher, ein Bild von einer Maske zu betrachten. Hierauf folgt ein zweites Bild, das mit dem ersten identisch zu sein schien. Erkennen Sie den Unterschied? Beide Bilder scheinen normale Gesichter zu zeigen. Doch das ist eine Täuschung. Wie bei allen Hohlmasken ist eine Seite konvex, also zum Betrachter hin gewölbt. Und die Innenseite ist konkav, also hohl. Egal, welche Seite Ihnen gezeigt wird, gesunde und nüchterne Testpersonen sehen stets eine Ihnen zugewandte Maske. Denn dies entspricht den Erwartungen Ihres Gehirns. Schizophrene Patienten und Testpersonen, denen ein Halluzinogen verabreicht wurde, können dagegen zumeist zwischen den beiden Seiten unterscheiden. Warum? Wissenschaftler schätzen, dass pro Sekunde etwa 11 Millionen Sinnesreize auf unser Gehirn einwirken. Das Gehirn kann jedoch nur etwa 200 davon bewusst verarbeiten. Um dieser Unmenge von Daten Herr zu werden, verknüpft das Gehirn neue Informationen mit bereits vorhandenen Konzepten. Fliegt beispielsweise etwas mit hoher Geschwindigkeit an Ihnen vorbei, könnten Sie das für gefährlich halten. Doch wenn Sie diese Wahrnehmung interpretieren und als Vogel identifizieren können, besteht keine Gefahr und Sie können sich wieder beruhigen. Indem Halluzinogene die Fähigkeit des Gehirns, neue Daten mit bekannten Konzepten zu verbinden, zeitweilig außer Kraft setzen, können Sie das Gehirn dekonditionieren. Sie beseitigen sozusagen die Filter, mit deren Hilfe wir normalerweise funktionieren. So können mehr Sinnesreize, mehr emotionale und visuelle Informationen aufgenommen werden. Für manche ist dies eine überwältigende oder beängstigende Erfahrung, für andere eine Lebensart. Ich bin durch Psychedelika zu einem besseren Menschen geworden. Kein Zweifel. Sie haben mich ruhiger, geduldiger und vor allem fantasievoller gemacht. Sie sind wahrscheinlich das Beste, was mir je passiert ist. Meine Hände bewegen sich in vollkommenem Einklang mit den Poise. T. Ferry und Burning Dan trainieren eine Mischung aus Tanz, Jonglage und Meditation, die als Flow bezeichnet wird. Heute haben sich die beiden jeweils mehrere Tropfen LSD auf die Zunge geträufelt.
Die Wirkung setzt nach etwa 40 Minuten ein. Ich bin ein Ninja, ein Jedi-Ritter, ein Kung-Fu-Kämpfer. Ich denke, wir beide haben zusammen schon etwa 30 Trips geworfen. Wenn ich alle Psychedelika zusammenzähle, komme ich auf ein paar hundert Trips. Die beiden glauben, dass Psychedelika ihre Geschicklichkeit verbessern. Halluzinogene lassen die Zeit langsamer vergehen. Oder vielleicht arbeitet das Gehirn auch einfach nur schneller. Das ist wie mit dem Bullet-Time-Effekt. Ich habe alle Zeit der Welt, um meine Hand auszustrecken. Ich greife danach und ich hab's. Für mich ist LSD ein Werkzeug, mit dem ich Dinge tun kann, die mir normalerweise unmöglich sind. Ich kann die Muster und Bewegungen spüren und besser ausführen. Neue Ideen erscheinen mir offensichtlich und leicht. Und sie sind es auch. Alle guten Ideen sind offensichtlich, aber nicht alle offensichtlichen Ideen sind gut. Einmal jährlich treffen T. Ferry und Burning Dan Tausende von Gleichgesinnten bei einem Wüstenfestival in Nevada, dem Burning Man. Beim Burning Man können Sie erleben, wie 50.000 Menschen zusammenkommen und in heiterer Atmosphäre gemeinsam Drogen konsumieren. Beim Burning Man geht es vor allem um Kreativität, Erfindungsreichtum und vollkommen neue Ansätze. Und genau dabei helfen mir die Psychedelika. Dass Konsumenten wie T. Ferry und Burning Dan den Eindruck haben, die Welt neu zu entdecken, könnte noch einen anderen Grund haben. Dieses Gefühl wird von einer Zellgruppe im Stammhirn erzeugt, dem sogenannten Locus Ceruleus. David Nichols nennt ihn den Neuheitendetektor. Wenn in unserer Umgebung irgendetwas Ungewöhnliches geschieht, beginnen diese Neuronen sehr schnell zu feuern. Lässt jemand in einem ruhigen Raum eine Glasflasche fallen, hören wir das sofort, weil der Locus Ceruleus unsere Aufmerksamkeit auf dieses Ereignis lenkt. Und Psychedelika verstärken diese Signale noch. Könnte diese Wirkung der Halluzinogene vielleicht schwerkranken Menschen helfen, das Leben aus einer neuen Perspektive zu sehen? Lautstärke gut so? Ja. Dann legen Sie sich hin. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Erfahrung. Annie Levy weiß, dass sie nur noch ein knappes Jahr zu leben hat. Sie leidet an Eierstockkrebs im Endstadium. Mein einziger Gedanke war, ich werde sehr bald sterben. Und es wird ein entsetzlicher Tod sein, ich werde furchtbare Schmerzen haben. Dieser Gedanke ließ mir keine Ruhe. Annie hat Angst vor dem Sterben. Aber sie macht sich auch Sorgen um ihre Lieben. Ich habe eine Enkelin namens Oleana, Oli. Ich bin ein wichtiger Teil ihres Lebens und sie bedeutet mir ebenfalls sehr viel. Es fällt mir schwer, sie zu verlassen. Das ist hart. Es bricht mir das Herz, sie traurig zu machen. Annie gehört zu einer Gruppe von 12 Patienten mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium, die im Harbor UCLA Medical Center an einer Studie teilnehmen. Hier ist das Medikament. Nach der Einnahme einer geringen Dosis Psilocybin begleiten der Psychiater Charles Grobe und seine Kollegin Alicia Danforth jeden Patienten durch eine psychedelische Erfahrung,
die seine Ängste abbauen und ihn beruhigen soll. Unheilbar Kranke fühlen sich im Endstadium häufig von ihren Ängsten überwältigt. Meist müssen sie auch große Mengen Schmerzmittel nehmen, und dies beeinträchtigt ihre Fähigkeit, das Leben bewusst zu genießen. Sie verlieren ihr Selbstgefühl. Sie sehen für sich kein Ziel und keine Daseinsberechtigung mehr. Es geht nicht darum, den Patienten mehrfach Psilocybin oder andere Substanzen zu verabreichen. Wir möchten Ihnen vielmehr zu einer einmaligen, tiefgreifenden Transformationserfahrung verhelfen, die dann eine allmähliche Verhaltensänderung bewirkt. Bereits eine knappe Stunde später beginnt Annie, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Als die Wirkung der Droge einsetzte, war das Bett plötzlich kein Bett mehr, sondern ein Kreis von Händen, die mich trugen und stützten. Brauchen Sie irgendwas? Nein, bleiben Sie einfach nur bei mir. Ich spürte, dass ich diesen Rückhalt stets gehabt hatte und auch in Zukunft nicht verlieren würde. Ich hatte meinen Glauben wiedergefunden. Den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Genau diese spirituelle Wirkung psychedelischer Substanzen erforscht Franz Vollenweiders Labor in Zürich. Die Drogen aktivieren die Frontalregion des Gehirns, die für das Selbstgefühl zuständig ist, während die Amygdala, die an der Entstehung von Angst und Unruhe beteiligt ist, stillgelegt wird. Der Patient wird in einen Zustand versetzt, den Franz Vollenweider als ozeanische Grenzenlosigkeit bezeichnet. Der Patient hat das Gefühl, mit seiner Umgebung zu verschmelzen. In diesem Zustand verstärkt sich auch die Wahrnehmung. Das Denken wird abgeschaltet, es gibt keine Zuschauer. Der Patient darf einfach nur sein. Das ist so, als wollte man einem Blinden Farben beschreiben. Es verändert einfach die Denkweise. Von den 12 Teilnehmern dieser Psilocybin-Studie leben inzwischen nur noch 2. Annie verstarb während der Dreharbeiten zu diesem Film. Das Psilocybin war Teil ihrer Vorbereitung auf das Sterben. Sie waren alle ganz ruhig. Sie hatten gesagt, was sie zu sagen hatten, einigen Menschen vergeben und alte Beziehungen wieder aufgenommen. Sie spüren eine Nähe zu Gott und zu allem Göttlichen. Viele berichten von einem Gefühl, mit Licht erfüllt zu sein. Albert Hofmann, der Entdecker des LSD, warnte, dass ein Missbrauch dieser Substanz zu gesundheitlichen Schäden, Unruhezuständen und Wahnsinn führen könne. Doch Hofmann sagte auch, LSD sei ein Werkzeug, das uns in die Menschen verwandeln würde, die wir eigentlich sein sollten. Diese Gruppe psychedelisch wirkender Substanzen wurde niemals richtig untersucht. Heute werden sie nach 30 oder 40 Jahren wieder aus der Schublade gezogen. Aber ihre Wirkung ist nie klinisch erforscht worden. Das ist ein unglaublich spannendes und faszinierendes Gebiet. Wir stehen unmittelbar vor einigen großen Entdeckungen. Diese Substanzen sind ein hochinteressanter Forschungsgegenstand. Wenn wir sie unter sicheren Bedingungen erforschen dürften, würde sich ihr erstaunliches Potenzial schnell offenbaren. Der einzige Unterschied zwischen einem Medikament und einem Gift ist die Dosis. Selbst Heroin wird in anderen Ländern als Schmerzmittel verwendet. Den medizinischen Nutzen von Psychedelika. Den müssen wir erkennen. Werden sich die Psychedelika eines Tages zu Medikamenten entwickeln? Oder werden sie weiterhin als gefährliche Drogen ohne medizinischen Nutzen gelten? Die Zukunft wird es zeigen. Nächste Woche knacken wir den Gencode des Neandertalers. Und gleich rettet der Palästinenser Ismail mit den Organen seines bei einem Anschlag getöteten Sohnes Ahmed andere jüdische Kinder. Im Dokumentarfilm Das Herz von Jenin.